Moin Freunde, heute ist ein ganz besonderer Tag und zwar habe ich endlich meinen Termin, um immunisiert quasi zu werden gegen diese ganze Kacke der letzten 1,5 Jahre. Deine Fitness. Und ich dachte mir, dann nehme ich euch einfach heute mit und die nächsten Tage, weil angeblich soll man ja irgendwie sich super kacke danach fühlen. Und ich dachte mir, gebe ich jetzt hier einen realistischen Einblick. Hiermit würde ich sagen, komplett verschwitzt. Willkommen zum neuen Vlog. Ja, und bevor ich die nächsten Tage eventuell komplett ausgenockt im Bett liege, gönne ich mir jetzt noch hier ein bisschen Bewegung. Dann bin ich froh, wenn ich bei dem geilen Wetter im Bett liege oder so ähnlich. Und habe jetzt auch nur noch genau 8,5 Stunden bis zum Termin. Okay Leute, die Stunde der Wahrheit. Gleich geht's los. 1,5 Jahre, die ganze Zeit dieser Struggle und dieses ganze Testen. Und jetzt ist es dann gleich hoffentlich vorbei. Ich bin so gespannt, wie es mir danach geht. Gleich muss mein Arm dran glauben, ich nehme extra den linken, weil den rechten will ich die nächsten Tage noch bewegen. Und ich habe von einigen Leuten gehört, dass der danach sehr wehtun kann. Aber es reagiert ja jeder anders und das ist auch der Grund für diesen heutigen Vlog. Vielleicht ist es auch lustig für den einen oder anderen, der schon durch den Prozess durch ist, zu sehen, wie es mir dabei geht. Manche wollen mich vielleicht auch einfach nur leiden sehen. Und halt, stopp, bevor ihr jetzt in die Tasten haut. Es ist jedem selbst überlassen, ob er sich impfen lässt oder nicht. Ich respektiere eure Entscheidung. Es ist euer Körper, euer Leben. Und ich bitte euch, dass ihr meine Entscheidung genauso respektiert. Seht das Ganze als neutrale Dokumentation des ganzen Prozesses. Ich bin selber so ein bisschen kritisch, wie es mir danach gehen wird. Aber genau um das zu dokumentieren, dient ja dieses Video. Das wollte ich nur klarstellen. Peace! Und das Wichtigste, bleibt gesund. Hallo. Und? Tschüss, dich, hast du schon Angst? Ja, vor allem, weil jeder was anderes sagt. Es sagen alle, es ist irgendwie mühsam, aber die einen sagen, man stirbt literally hinterher. Und die anderen sagen, man hat einfach nur so grippemäßige Symptome. Ich bin echt sehr gespannt, wie es mir gleich gehen wird. Gehen wir rein. Das ist die heilige Halle. Ich habe jetzt was zu trinken gekriegt und man muss jetzt 15 Minuten sitzen, damit man nicht schwindelig wird und umkippt. Und ich muss sagen, ich glaube, es ist mehr ein Placebo, dass mir leicht schwindelig ist. Aber jetzt echt nichts Wildes. Überall sind auch Ärzte und Rettungskräfte und Krankenschwestern, Krankenpfleger. Also ich fühle mich gut aufgehoben. Sie hat mir auch gerade erzählt, dass sie schon mindestens 10.000 Leute, wenn nicht sogar mehr, geimpft hat seit März. Weil ich habe wirklich so gut wie gar nichts gespürt. Also ich habe, das hat sich angefühlt wie so eine haarfeine Nadel, die überhaupt nicht wehtut. Und er meinte jetzt, dass das schon eine dickere Nadel eigentlich war. Also die haben jetzt mittlerweile über die Monate schon echt viel Erfahrung. Sie meinte auch so, es kann kurz brennen, aber auch das hat es bei mir überhaupt nicht. Bei dir auch nicht, gell? Gar nichts, so voll. Also ich habe überhaupt nichts gespürt bei der Impfung und dann danach auch nicht. Also am nächsten Tag habe ich ein bisschen die Schulter gespürt, das wirst du vielleicht auch ein bisschen spüren. Aber ansonsten ist das absolut erträglich. Und jetzt ab in die Freiheit. Wir sind offenbar hier so gut wie die Letzten. Und jetzt gehen wir was essen. Bisschen Stärkung für die Nerven und alles. Geil. And we're here, Leute. Na, wie geht's eine Stunde nach der Impfung? Eigentlich soweit echt gut. Vor allem, wenn ich dieses geile Essen hier sehe. Also Schwindel ist gar nicht mehr. Sonst auch alles fein. Ich spüre auch gar nichts am Arm. Ich bin gespannt, ob das noch kommt. Und jetzt werde ich erstmal hier den Tank ordentlich füllen. Es ist nämlich wichtig, weil der Körper braucht die Kraft, um sich einfach zu regenerieren. Also ich glaube, der Verlauf wird ein bisschen entspannter, wenn einfach genug Energie da ist, um zu kämpfen. Deshalb esst so lange ihr könnt, weil ich glaube, ab einem gewissen Punkt lässt der Appetit nach, gell? Ja, bei mir stark, auf jeden Fall. Eine Impfreaktion ist eigentlich auch erwünscht, weil das heißt, dass dein Körper reagiert. Also, erster Gang. Dankeschön. Der zweite Gang ist da, Leute. Das ist jetzt Hotpot und da hauen wir jetzt das alles einfach rein in die scharfe Suppe. Normalerweise hat man zwei unterschiedliche, aber wir finden die einfach so geil, dass wir die zweimal haben. Und dann kocht sich das Ganze schön und man kann dann einfach immer sich was rausnehmen, sobald es fertig ist. Hä? Ja, hallo. Die kommt gerade für ihre morgendliche
Kuschelrunde, die kleine Maus. Ja, was soll ich sagen? Die Nacht ist ganz gut verlaufen eigentlich. Ich habe durchgeschlafen, allerdings nur 4 heiße Stunden. Wir waren um 1 im Bett und um 5 war ich wach und seitdem bin ich wach. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit den Vlog für diese Woche fertig gemacht, hochgeladen, ist gerade online gegangen und wir haben 11 gleich. Lustigerweise, hallo Bezi, sagst du auch hallo? Die sind alle morgens in meinem Bett. Bin ich auch gar nicht müde bisher. Also ich glaube, ich werde dann irgendwann nachmittags vielleicht crashen oder so. Essen gibt's. Komm. Ja, du bist immer am Schreien, als hättest du seit 5 Jahren nichts gekriegt. Ja, Pä, schmeckt's? Wie sie geguckt hat. Leute, wer von euch kennt diese TikToks, wo eine Zeit lang die Leute immer so ganz nah bei der Kamera waren und dann so... Und jetzt soll mir einer sagen, dass Pebbles nicht das Vorbild für diesen viralen Trend war. Was passiert hier? Ja, schon wieder. Über was denn? Über... Wenn ich meinen Arm hebe, dann merke ich schon, dass da was ist. Aber es ist mehr wie so ein leichter Muskelkater. Und ich muss sagen, ich hatte halt in den Schultern auch davor schon Muskelkater vom Training. Das heißt, ich kann es jetzt gar nicht ganz zuordnen, was der Stich ist und was nicht. Aber abgesehen davon ist eigentlich alles fein soweit. Also ich fühle mich so ein bisschen schwitzig und bin krass am Stinken. Sorry für die Info, aber wir haben gesagt, wir machen einen realen Vlog, wie es mir nach dem ganzen Wahnsinn geht. Du merkst auch, dass ich irgendwie anders ausdünste, gell? Mhm. Ja, schon. Also die Körpertemperatur ist hochgefahren. Aber ihr seht, I'm alive and I'm good so far. Im Moment hätte ich sogar Lust, irgendwo frühstücken zu gehen. Es ist nämlich ein Samstag. Aber ich traue dem Frieden irgendwie noch nicht so ganz. Hey guys! Wir sind jetzt im Supermarkt. Wir haben überlegt, ob wir so eine kleine Shoppingtour machen. Starten aber zuerst mal hier, um zu gucken, wie es mir geht mit den Leuten, mit der Luft, mit der Hitze draußen auch. Und ich glaube, die restliche Shoppingtour wird eher gecancelt. Aber nicht, weil es mir gesundheitlich schlecht geht, sondern einfach, weil ich saumüde bin durch diese 4 Stunden Schlaf. So Leute, wir sind vom Einkaufen zurück und ich habe mir jetzt da mein kleines Lager errichtet und werde mich da jetzt einfach hinlegen. Übrigens, dieses Kissen hier verwende ich immer noch, das habe ich ja letztens für ein Hauptkanalvideo gekauft, das hat solche Nadeln und das wirkt beruhigend, wenn man sich das so drauflegt. Und ich muss sagen, ich kann das unterschreiben, also es ist irgendwie sehr, es holt einen so in den Moment und irgendwie weg von dieser Hitze, die ich in meinem Körper habe, weil mir ist schon verdammt heiß. Ich verbrenne! Nein, so schlimm ist es nicht, aber wir haben gemessen, ich habe definitiv Fieber, aber keine Schmerzen, Leute. Also es ist einfach wie an einem richtig heißen Sommertag. Ich war auch schon kalt duschen, wir haben Kaltmittag gegessen und genau, jetzt habe ich hier noch eine große Flasche Wasser, weil Wasser-Challenge ist still going strong, Leute. Ich trinke immer noch 3 bis 4 Liter täglich. Natürlich immer davon abhängend, ob ich an dem Tag Sport mache. Also dann trinke ich 4 Liter, an Tagen, wo ich keinen Sport mache, 3 Liter, weil mir haben einige auf Instagram entsetzt geschrieben, so von wegen, man kann eine Wasservergiftung kriegen ab 3,8 Liter oder so. So schlimm ist es nicht. Also man schwitzt ja auch unterschiedlich viel und im Sommer ist der Output ja auch da quasi. Oh, guckt mal, wie süß. Die kleine Pä. Ja, hallo Maus. Genießt du da dein Leben? Ist das so schön da drin liegen im Olivenbaum? Die Pflanzen entwickeln sich übrigens super. Der hier ist nur so ein bisschen immer mal wieder von der Sonne abgefackelt. Hier kommen schon die ersten kleinen Brombeeren. Da wächst, wie gesagt, ein kleiner Kürbis. Hier haben wir, by the way, den größten Kaktus, den ihr je gesehen habt. Das da unten gehört auch noch dazu. Und das Krasse ist, der hat gar keine Stacheln mehr. Guckt mal, die sind richtig rund, weil die einfach so dick sind, wie so ein verhornter Nagel irgendwie. Leute, ich bin gerade ernsthaft 3 Stunden lang weg gewesen. Ich bin komplett eingepennt und wurde jetzt gerade gerufen. Ich glaube, ich nehme noch mal eine kurze Dusche. Hier draußen hat es heute nämlich 33 Grad. Und ich sehe echt, also ich fühle mich nicht so schlimm, wie ich aussehe. Hi, Rilly. Oh, süß. Du hast uns 2 und ich habe 3. Leute, ich wurde bekocht. Dankeschön. Ganz krank. Schaut euch das mal an. Homemade Burger. Das sieht halt richtig pervers aus, Alter. Wahnsinn. Schmeckt so geil. Der hat auch saure Gurken drin, so dünn, hauchdünn. Doppelt Käse. So lässt sich's leben, Leute. Ich fühle mich schon wieder viel gesünder. Wir haben jetzt noch Kuchen, den Oma mitgegeben hat, vertilgt. Und jetzt geht's mir richtig gut. Habe ich was zwischen den Zähnen? Nö, ich glaube nicht. Wir schauen uns noch irgendwas an. Mal gucken, wie es morgen ist. Moin.
neuen Freunde. Na, wie geht's? Also ich muss sagen, bei mir ist soweit alles fit. Ich war gerade eben duschen direkt nach dem Aufstehen. Ich bin nämlich ziemlich schweizerlich wieder aufgewacht, aber hatte eine super geile Nacht. Ich habe 9 Stunden durchgeschlafen und fühle mich irgendwie gerade top motiviert. Man fühlt sich gleich irgendwie menschlicher, wenn man so viel geschwitzt hat und dann wieder aus dem Bett raus ist und ein bisschen Mascara drauf hat, ein bisschen wieder ansehnlicher ist auf jeden Fall. By the way, Leute, ich freue mich riesig, dass mein Merch so gut bei euch ankommt. Von diesem Shirt hier, ja Baby, haben wir nur noch ein paar wenige Stück. Ich muss sagen, das ist halt auch sehr geil. Genauso ist es auch mit dem Ombre Hoodie. Der ist ja so bestickt. Da haben wir auch noch Shirts, die ebenfalls bestickt sind. Die sind limitiert. Ja, Baby. Ja, Baby. Ich verlinke euch den Shop auch nochmal unten. Die Sachen sind, wie gesagt, fair produziert mit Ökotex-Zertifikat. Und wir haben sie wirklich selber designed. Wir haben das nicht irgendwie abgegeben und dann irgendeinen Scheiß vorgeschlagen gekriegt, ja? It's all DIY, you know? Und jetzt, weil ich mich gerade echt ganz gut fühle, werde ich zusammen mit Rilly das Aquarium putzen. Die Algenfresser, muss ich sagen, putzen die Scheiben ganz gut. Aber ihr seht, hier sind so kleine Pünktchen. Die will ich jetzt auch weghaben und einfach das Ganze wieder so ein bisschen klar haben. Und auch die Pflanzen sind wieder relativ explodiert. Die werde ich auch gleich mal zuschneiden, damit die Fische wieder schön Platz haben zum Schwimmen. Ich muss allerdings so ein bisschen aufpassen, weil die Barsche gerade ihre Eier da gelegt haben in diesem Gestrüpp. Und da will ich dann natürlich von ihrem Nest auch nicht zu viel wegnehmen. Also da muss man echt aufpassen und sich gut informieren. Die verjagen auch immer alle, die dem Nest irgendwie zu nahe kommen. Da gehen sie sofort hinterher. Rilly, du willst gerade so viel Aufmerksamkeit. Ich will aber gerade das Aquarium zeigen. I'm sorry. So Leute, und jetzt guckt mal, was ich hier schon wieder alles rausgeschnitten habe. Das explodiert bei uns so krass. Und ich lieb's, weil es gibt weniger Befriedigendes als Aquascaping. Das ist irgendwie so meditativ. Und jetzt haben die Babys hier wieder ganz viel Platz zum Schwimmen und genießen es offenbar sehr. Nacht! Okay, Leute, we're back at it. Es ist heute Montag, also der 3. Tag und ich habe gerade schon trainiert, habe neue persönliche Rekorde aufgestellt, war richtig stark. Also ich muss sagen, eigentlich nach einem halben Tag Fieber und einem halben Tag Durchschlafen war das Ganze für mich überstanden. Ich war heute stärker denn je und man sieht auch gar nichts mehr von der Einstichstelle. Richtig nice, also so viel zu meiner Erfahrung dieser ganzen Geschichte. Ich hoffe, es ist für den einen oder anderen interessant gewesen. Ihr könnt mir gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr öfter solche Erfahrungsberichte sehen wollt. Ich hätte mir sowas auf jeden Fall auf YouTube gewünscht, weil ich hatte unnötigerweise sehr viel Angst davor, weil doch irgendwie viele Horror-Stories im Umlauf sind. Aber die meisten, die ich halt einfach direkt kenne, haben mir auch gesagt, hey, ist easy so. Schreibt unbedingt mal in die Kommentare auch, ob ihr schon dran wart, ob ihr es vorhabt, ob ihr es gar nicht vorhabt. Man muss ja nicht zwangsläufig. Würde mich sehr interessieren, dass wir unten so ein bisschen uns gegenseitig austauschen, Mut machen und wir sehen uns dann im nächsten Vlog. Bye!